Kapitel 2, die Fremden. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Mom. Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Auf den Schock der ersten 45 Minuten habe ich gerade erstmal eine kleine Pause gemacht. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Hab meinem Hund einen Kauknochen gegeben und ihn gestreichelt und mir selbst ein bisschen was Süßes geholt. Wo sind denn nur alle? Ich merke schon, dass ich in dem Spiel wahrscheinlich nicht so viel quatschen werde, wie ich gedacht habe. Aber ich hoffe, euch stört es nicht. Es ist dann eher wie so ein kleiner Film mit wenig Kommentar. Aber ich glaube, das tut dem Spiel auch ganz gut, wenn ich nicht so viel dazwischen rede. Die sind ganz schön groß. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Ja, und ich werde mir vieles angucken. Also wenn euch das stört, dann ja, könnt ihr es gerne schreiben, aber ich... Oh, Äpfel! Hey! Hugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen, die sind alle verdorben. Ja. Aber ich hab Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Alles richtig schimmelig, ne? Aber richtig schön gemacht. Vom Licht her. Ich finde das Licht so wunderschön und die Details finde ich auch so toll. Also ich bin sehr begeistert von dem Spiel jetzt schon. Und ich mag auch so Stealth-Spiele ganz gerne. Da müssen eine Menge Leute sein. Ja, aber wie gesagt, das ist eher linear. Ich glaube, ganz so viel kann ich vielleicht doch nicht gucken. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Oh, Fische. Fläschchen. Und Salz. Verzeiht, ich bin die Tochter von Signor Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Die Fische müssten dann doch auch gepökelt sein, wenn da so viel Salz liegt. Aber Essen mitnehmen geht immer noch nicht. Ziemt sich wahrscheinlich nicht. Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der Deruhn wurde angegriffen. Hallo? Ich flehe euch bitte an. Bitte helft uns. Wir sind nass und hungrig. Was ist denn hier nur los? Richtig süß, dass er immer Händchen halten kommt. Wir brauchen Hilfe. Es macht niemand auf. Was ist nur los mit ihnen? Ist auch alles. Aber so ist, glaube ich, das Mittelalter gewesen, ne? Wenn der Fleisch zum Trocknen irgendwo hing, da waren da bestimmt viele Fliegen. Boah. Ich kann es nicht glauben. Sie verstecken sich. Okay, haben die Angst? Er hat ja anscheinend irgendwas mit der Krankheit zu tun. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Also seine Krankheit. Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Das reicht. Ich will nicht mehr darüber reden. Hat ja anscheinend was mit diesem, was Leon verschlungen hat, zu tun. Die Wachen wurden ja auch teilweise verschlungen von der Erde, so wie Leon. Und irgendwas wird es ja damit zu tun haben, dass er so krank ist und Kopfschmerzen bekommt.
Ich dachte eigentlich, es geht um die Pest, weil es ja auch so heißt. Ich weiß, ihr seid da. Plague Tale. Schert euch weg! Ich will nicht, dass man euch vor meiner Tür sieht. Okay. Was für ein furchtbarer Kerl. Komm, Hugo. Puh. Okay, alle schließt die Fenster. Keiner will helfen. Oh, hier sind wir wieder bei dem gepökelten Fisch gleich. Oder? Ja, da vorne. Na, ob der Arzt uns helfen will. Was ist denn in euch gefahren? Mir gefällt der Ort nicht. Nein. Sie ist so eine empathische große Schwester, ne? Es finde ich eigenartig, dass die nie vorher miteinander Kontakt hatten. Dass sie sich ihm ja vorhin vorgestellt hat. Ich meine, klar, das war jetzt auch für uns. Aber wie lernt man, so eine tolle große Schwester zu sein, wenn man sich nie für seinen Bruder vorher interessiert hat? Okay, das war es irgendwie nicht. Schießen kann ich jetzt auch nicht. Irgendwas muss hier doch gehen. Ist das Seife? Oh, nicht anfassen, wer weiß, wer die benutzt hat. Ach, das ist einfach nur ein Kodex, ein Sammelsurium. Je mehr die Angst vorm Pesthauch steigt, der sich dem Gestank des Todes in Verbindung gebracht wird, desto größere Fortschritte machen die hygienischen Verhältnisse bei der Weiterentwicklung von Städten und Dörfern. Erste Abwasserkanäle entstehen und die meisten Dörfer verfügen über öffentliche Bäder, die jeder nutzen darf. Tägliches Händewaschen, täglich, vor allem vor den Mahlzeiten wird zur Routine und auch in den bescheidensten Hütten findet man jetzt Seife. Toll. Jetzt lernt man hier noch richtig was in dem Spiel über das Mittelalter. So, hier wird man noch irgendwas machen können. Nee, hier konnte ich einfach nur drüber. Ich dachte, hier kann man vielleicht irgendwas machen. Es wundert mich, dass ich hier so interagieren kann. Wahrscheinlich hätte ich aus dem Stall heraus mit dem Typen da am Fenster sprechen können vorher. Oh, da ist ein X an der Tür. Aber ein weißes X. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Oh. Keine schwarzen Flaggen. Sie haben alle Möbel verbrannt. Oder kommt es noch mit den schwarzen Flaggen? Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Oh, oh. Hört sich nicht nach einem Fest an. Ich befürchte Schlimmes. Mein Gott. Oh.
Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, warte. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden? Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad Malfort gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Lauf, Hugo! Okay. Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Rein da? Hier, rein da! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich ich nicht. Ich muss nur warten, warte, bis sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Was soll dieser Lärm? Oh, er kommt runter, er kommt runter, er kommt runter. Können wir hier hoch? Ja, so ein Kreis nimmt ab. Hast du geschafft? Nichts. Dem haben wir es gezeigt. Ja, dem haben wir es toll gezeigt. Da seid ihr ja. Renn, renn, renn! Wo sollen wir lang? Komm! Einfach geradeaus. Los. Sie kommen! Schnell, schnell! Und ducken. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Los, schieben wir sie. Na gut. Okay, was möchte ich damit machen? Die Tür zumachen oder möchte ich da rechts hoch damit? Ich möchte wahrscheinlich da rechts hoch damit. Die Interaktion zwischen den beiden finde ich richtig süß. Ist richtig schön gemacht. Gut, mit so einem jetzt können wir raufklettern. Kleinen Helferlein, der neben einem herläuft an der Hand. Eine Kerberei. Komm, kletter hoch. Na gut, kein Mucks. Und wie sie ihm immer so hoch hilft, ne? Okay, Steine, Steine, Steine. Viele Steine, viele Versuche. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Du kannst Ketten sprengen, wenn du mit deiner Schleuder auf den Verbindungsring schießt. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Warum hat sie nicht getroffen? So, nimm mal nach. Hilf mir beim Schieben! Na gut. Okay. Ah, okay, okay. Nein, ich hab's doch noch nicht verstanden. Ach, ich muss in die Richtung gucken, auch in die ich schieben will. So. Bleib hier, es dauert nicht lange. Ich rühre mich nicht. Ich guck erst mal. Okay. Schon gut, du kannst kommen. Ja, ja.
Und wieder in Sneaky-Mode. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Schnell. Die Leiter, hochklettern, du zuerst. Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Los. Wir haben keine Zeit, sie kommt. Sie wird nicht halten. Doch. Doch, nein. Hab ich doch gesagt. Ja, hast du gesagt. Wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück. Amicia, komm her, auf diese Seite. Okay. Oh, er hilft richtig. Wie kann da ich hier hoch? Ja. Ich habe was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Pass auf. Ich könnte einmal mit der Schleuder vielleicht für Ablenkung sorgen. Oder kommen die nur näher dann? Nee, ich glaube, das brauche ich gar nicht machen. Amicia, der Käfig dort oben. Schnell, sie kommt zurück. Ah. Und jetzt? Na los, komm schon. Der Kleine schiebt so einen Riesenkäfig alleine. Hier, gut gemacht. Danke. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler, du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht, nicht ohne Laurentius. Komm wieder in die Hand. Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind Sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren Sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort. Ruft die anderen und sperrt die Straßen. Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück in die Hölle zurückziehen. Die kommen hier nicht lebend raus. Oh wei. Normalfall würde ich sagen, krasser Bosskampf jetzt, aber ich denke eher nicht. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche. Nein, Amicia, deine Schleuder macht zu viel Lärm. Du hast recht. Hä? Jetzt eng hier dran vorbei wahrscheinlich. Wo ist der zweite? Ah, da. So. Und ich möchte wahrscheinlich da aus der Tür, das heißt den Topf. Wie ging das nochmal? So. Den Topf werf ich mal nach da. Ich hab was gehört. Da bin ich mir sicher. Puh. Nein, nicht schon wieder. Wo? Yeah. Da. Puh. Was jetzt? Ich weiß nicht. Wir sitzen in der Falle. Oh nein. Da kann ich doch interagieren. Schnell, bitte. Ich versuch's ja. Rein, los. Das hält sie nicht lange auf. Schnell. Sie wissen, wir sind hier. Nein, sie klemmt. Kann ich mich irgendwie wehren mit irgendwas? Hier ist aber auch sonst nichts. Ah, da ist ein Fenster. Hugo, du kannst das. Hugo, durchklettern, mach mir auf. Na gut. Da ist ein Brett davor. Ja, dann auf. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Ich schaff's. Hugo, er ist hier.
Los. Ich kann nicht mehr, Amicia. Oh, bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Hierhin. Eine Sackgasse. Wir sind oh nein. Hier entlang. Oh. Habt keine Angst. Kommt rein. Ich bin drin. Warum hilft sie? In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Die Fremde. Die Fremden. Nimm die Kleidung aus der Truhe im oberen Stockwerk. Eine nette ältere Dame. Hm? Wie alt mag sie sein? 1348? 25? Puh, ist so spannend. Ich bin total emotional involviert schon. Aber natürlich, nur zu. Die Truhe ist oben. Weihrauch. Das riecht wie zu Hause. Oh, ja. Alchemisten wissen bereits, was die Leute zu ahnen beginnen. Das Böse existiert nicht nur in den Körpern der Infizierten, es umgibt sie auch. Ach, ja. Aus diesem Grund hält die Bevölkerung auch die Luft, deren Gestank die krankheitserregenden Stoffe und damit auch die Pest selbst ankündigt, für einen Auslöser der Seuche. Um das große Böse abzuwehren, reinigen sie die Luft deshalb durch Verbrennen von Kräutern und riskieren dabei, dass ihr ganzes Viertel in Flammen aufgeht. Ja. Da war doch noch was. Oder hat es gerade nur gespeichert? Das ist besser. Das ist auch ein bisschen dir? Unauffälliger. Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, wie süß er aussieht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Sprich mit der alten Frau. Sie passen euch. Gut. Was ein Zufall. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen, aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Ja, er kann sich da mal ruhig ein bisschen aufwärmen, während ich nimm das Werkzeug und irgendwas anderes, Schleuder reparieren mache. Oh, was ist das? Gut, ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Hier ist eine Werkbank, richtig schön.
ist ein abgeschlossener Innenhof. Leder. Gut, dann an die Arbeit. Okay, ich kann bis zu 8 Leder tragen. Da kann ich Hugo nachher durchschicken. Einfach schön. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Halte X gedrückt, um deine Schleuder zu reparieren. Wird ein Gegner am Kopf getroffen, ist er sofort tot. Okay. Während Amicia ihre Schleuder repariert, nutzt sie die Gelegenheit, um ein paar Materialien auszutauschen. Das verbessert die Geschwindigkeit ihrer Geschosse, sodass Kopftreffer nun tödlich sind. Ah, das ist neu. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Alles klar, es gibt also doch ein Inventar. Und ich kann doch looten. So ein Glück für mich. Ah, und hier gibt es den Kodex. Gut, ich sollte mich bei Kavi bedanken. Du kannst jederzeit mit dem hier das Herstellungsmenü öffnen, aber du brauchst eine Werkstatt. Ah, und? Viel besser. Vielen Dank, Clervy. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder. Ich würde sagen, nicht der Hammer. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns noch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will zu Mama. Mama ist tot, Hugo. Du siehst sie nie wieder. Papa auch nicht. Amicia. Du lügst. Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte hört auf. Hugo, nein. Hugo, warte, nicht rausgehen. Das ist doch verrückt. Okay, also schicke ich ihn da doch nicht durch. Hugo, sondern er haut ab. Oh nein, wo ist er hin? Wo ist er hin? Da oben. Wo ist er hin? Oh nein, er wird uns noch umbringen. Es gibt ja noch die Chance, dass Hugo, die Mutter bitte, überlebt hat. Es tut mir leid, warte. Los. Wie komme ich denn da drunter her jetzt? Da. Mein Gott. Oh Gott. Hugo! Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu. Nein, lass mich los. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, lasst ihn los. Da warst du also die ganze Zeit. Nein, wartet. Wir wollen hier nur weg. Ja, ihr werdet verschwinden. Und dann... Tot. Ich wollte das nicht. Ich schon. Amicia. Hugo. Ich komme! Wo ist er denn jetzt? Bitte, er darf nicht tot sein! Er darf einfach nicht tot sein! Hugo! Ah, lass mich los! Hör mit der Zappelei auf! Wir warten noch auf deine Schwester! Oh mein Gott! Hugo! Na endlich! Rauf da! Kein Sightseeing. Amicia! Amicia! Du wirst mich nicht unter die Erde bringen, ich werde mit dir anfangen. Warum muss denn ihr hierher kommen? Bitte. Was soll mich Schwenk etwa mich okay. Bringen? Die Rüstung zu schießen, ist weg los. Okay. Was dann? Ich bin ein wenig eingerostet. Wahrscheinlich irgendwas, während er da... Du entkommst da. Früher oder später. So eine Art.
Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. So, du machst mir Angst. Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Kann ich bitte noch mehr Steine haben? Also da hinten wird es immer gelb angezeigt. Ich bin ein wenig eingerostet. Da sind mehr Steine. Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Nein, nein, nein. Du bist ganz schön flink. Ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Okay, ich versuche mal irgendwie hier rüber zu kommen. Weil anscheinend. Komm schon, Konrad. Zeig ihnen, wozu du imstande bist. Glaubst du, du machst das? Schnell! Bitte! Ich bin okay. Lass uns gehen! Zu spät! Ich bin ein wenig eingerostet. Ich habe keine Steine mehr. Gibt's hier irgendwo noch mehr Steine? Das wäre ganz nice. Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Ach, hier sind einfach immer mehr Steine. Schnell weg hier. Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Da wäre noch mehr gewesen. Aha, ich mache ihn nackig. Das wird mir helfen. Ich werde dir zeigen, was. Alles klar. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Ich habe ihm alles genommen. Er wird schneller. Das reicht. Bringen wir es hinter uns. Haha, okay. Ich brauche die Steine. Okay. Ach, die Pest hat ihm alles genommen. Aua, aua, aua. Das war doch ganz gut. Okay, also. Mehr Steine. Provozieren, dass er sich auf den Boden schlägt. Und nackig machen. Schneller. Bitte. Ich will das nicht. Lass uns gehen. Zu spät. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. So. Okay, nochmal ausweichen. Das wird mir helfen. Ich werde dir zeigen, was es bedeutet. Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur... Zack. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein, denke nicht, das zu tun, bitte. Ja, weiter so. Nur der Tod kann mich aufhalten. Die süße Umarmung des Todes. So, und jetzt Kopfschuss. Bring mich wieder zu meinem Sohn. Na los, mach schon. Töte mich. Nein. Hallo? Nicht, ich bin noch ausgewichen. Ist ein bisschen behäbig. Okay, also. Mehr Steine. Ausweichen. Nachladen geht ein bisschen zu langsam auf. Los.
Komm schon, Konrad. Zeig ihnen, wozu du imstande bist. Na komm schon, komm schon, komm schon. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Na komm, na komm, na komm. Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Okay. Wo sind denn noch mehr Steine? Na gut. Aha, so eine bist du also. Gut. Das ist, ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles gesagt. So, jetzt weiter, 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 weiter. Nein, bring mich nicht das zu tun. Was ist denn? Hast du plötzlich Angst, jemanden umzubringen? Auch wenn er förmlich darum bettelt? Renn, 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 renn. Na komm, na komm, na komm. Das Ziel. Oh, was war das denn? Und der Sieger wird auf ewig verflucht sein. Weg, 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 weg. Okay, ich glaube, ich muss warten. Das reicht. Ich will nicht. Bringen wir es hinter uns. Ja. Und ganz ehrlich, Leute, ihr auch. Hui. Amicia. Du hast ihn getötet. Oh, erst hat er mich dreimal getötet.